herzlich willkommen zurück in Trogen. Für uns eine große Freude. Ich könnte mir vorstellen, für Sie auch. And ladies and gentlemen on the stream, I'll have to talk English. Juan told me this evening, could you say a few words in English? And I said, I'll do my very best. Vor 9 Tagen kam die Hiobsbotschaft, ich habe Corona. Das war unser Oboist Andreas Helm. Das Büro geriet in fiebrige Aufmerksamkeit und Arbeit und es gelang uns in Amy Power, sie ist Professorin am Grazer Universitätsmusikhochschule, es gelang uns, Amy zu gewinnen und ich danke dir, Amy, ganz herzlich, dass du so spontan und schnell eingesprungen bist. You heard the word Corona. Yes, it was our oboe player 9 days ago saying, I can't come. We had the luck to have Amy Power. What a lovely name. Did you hear it? Amy Power for this great cantata evening with Nuria Rial and Manuel Walzer with the band, the Bach band here. Like in New Orleans, we'll see that it swings. We go on doing it, Bach forever, 15 years now in the moment, and we say, keep swinging. Aber die Kantate, die wir am Anfang hören, das beginnt mit dem Bild, mein Herze schwimmt im Blut. Und stellen Sie sich vor, was das bedeutet, mein Herze schwimmt im Blut, my heart swims in blood. Es ist ein grässlicher Zustand. Man hat etwas getan, das unwiederbringlich ist. Hier ist es die Sünde. Es könnte aber auch etwas ganz anderes sein. Irretrievable ist das Wort auf Englisch. Unwiederbringlich. Und die Geschichte dieser leidenden Seele wird erzählt. Die Gnade, the grace and the pleasure. It's a happy end. Nuria Rial, here you are. A great applause for you, please.
bist, itzt dein Tränenbrunn. Die Augen heißen Quellen. Ach Gott, wie werd ich doch zufrieden stellen.
ich habe genug, oder wie es im alten Text heißt, ich habe genug. Andere sagen sogar, es müsste heißen, ich habe genug. Aber das ist jetzt nicht das Thema. It's not the theme if we say, I had enough, or enough, or enough, but I've really had enough. Who's this person who says, I have enough, I want to get off. Ich möchte, I'm waiting for the chariot coming. It's old Simon in the temple. Jesus was brought through Mary and Joseph to the temple, and Simon said, yes, it's him, it's the Messiah. Because God, in a dream, had promised to him, you will once have the Messiah in your arms. Dieser alte Simeon, er hat gewartet sein Leben lang und sein Traum wurde erfüllt, den Messias in Händen zu haben. Ein großartiger Moment, das schöne Nun, es wird im Rezitativ Nummer 4 erwähnt, the beautiful word, now, it's time to go home. And that's why he's looking forward to his death. Deshalb freut er sich zu sterben, weil er weiß, sein Leben ist erfüllt und er wird ihm dann dort leibhaftig begegnen. Manuel Walser, herzlich willkommen bei uns. Wir werden unser Bestes geben und du auch. Auf meiner
Ich habe genug, mein Trost ist nur allein, dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein. Im Glauben halt ich ihn, da sieh ich auch mit Simeon die Freude jenes Lebens schon. Lass uns mit diesem Manne ziehen. Ach, möchte mich von meines Leibes Ketten der Herr retten. Ach, wäre doch mein Abschied hier. Mit Freuden sag ich Welt zu dir. Ich habe
ich bleibe nicht in ihr. Hab ich doch kein Teil an dir, dass ihr sie könnte taugen, dass ihr sie könnte taugen, fällt ich bleiben nicht mehr hier, hab ich doch kein Teil an dir, dass ihr sie könnte und fühl dich zu. Hier muss ich das Elend bauen, aber dort will ich diesen Frieden
wenn könnt's das Schöne nun, da ich im Friede fahren würde und in dem Sande kühler Erde und dort bei dir im Schoße ruht. Der Abschied ist gewahr,
tuning. And now a wedding cantata. Drizzly weather like out here, hoping that springtime will be coming. It's springtime, it's springtime. Perhaps you know the beautiful folk tune. And then of course, energy comes here, energy comes here, energy comes here. Beautiful ladies make energy come there. And all those things. It's beautiful how Bach depicts it. The flowers are coming, and Amor is around. Phoebus will even race with his horses around the circus. And Amor says, why not have a look? Do I see a beautiful bride or a beautiful bridegroom? Anyway, it happens, of course. They go to church, they marry, everybody's happy. And once the librettist says, you know, flowers, that's okay, but we prefer love. And then, after they had married, one of the last sentences in the recitative, the second last one, it says, you know, now you are here, you bride and bridegroom, and now I hope you'll have a lovely time together, and we are looking very much forward to the little flowers coming. Ladies and gentlemen, in Trogen, I think you understood what I wanted to say. Ich ha's schon neu übersetzen auf Appenzellisch, gell? Ein schlätziges Welsoli. Ich kann nicht nur tanzen, gell? Ich kann auch anders. Ja, also, have much fun with our band. Lady Nuria, here she is. Thank you.
Wird wieder neu auf dem Morgen und die Grünen, will sich die Anmut doppelt schön verbinden. Der Tag ist von der Kälte frei.
Oh.